Hey zusammen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Destiny 2 Video. Heute mit einem etwas anderen Video. Ich habe ein Video dieser Art schon lange nicht mehr gemacht und zwar geht es heute um diese Woche bei Bungie. In den letzten Wochen haben wir da schon einige Infos bekommen, in welche Richtung es in Destiny 2 gehen wird. Aber diese Woche ist ganz besonders, deswegen musste ich einfach dieses Video machen, euch auf den Laufenden zu halten. Vor allem an die Leute, die diese Woche bei Bungie nicht regelmäßig lesen. Schreibt mir auch gerne in den Kommentaren, was ihr von diesem Videotyp haltet. Wie gesagt, Lore-Videos werden weiterhin kommen, auch die restlichen Videos, die restlichen Formate, die ich habe. Aber ich finde es halt auch mega spannend, vor allem die Leute, die ungern lesen. Also bitte Daumen nach oben, größter Support und in den Kommentaren, ob ich öfter sowas bringen soll. Aber ich würde sagen, legen wir endlich los mit diese Woche bei Bungie, 7.5.2020. Und zwar beginnt das Ganze mit Worten vom Chef persönlich und nämlich von Luke Smith. Und das ist was sehr, sehr Spannendes, denn normalerweise, wenn Luke Smith uns was sagt, dann sind das coole News und es sind auch coole News. Hey ihr, das Update dieser Woche befasst sich mit einigen aufkommenden Änderungen an den Prämien in Destiny 2. Wie ihr wisst, kommen Prämien für eure Charaktere von verschiedenen Orten, Playlisten, in denen ihr zufällige Leute zum Spielen finden könnt, atemberaubende Aktivitäten wie Raids, Prüfungen und Dungeons, in denen ihr einen Einsatztrupp bildet und sogar das Everversum, wo ihr uns Silber oder Glanzstaub für Gegenstände zuwirft, die ihr haben wollt. Trotzdem ist im heutigen Destiny 2 die Balance der Prämien des Spieles nicht da, wo wir sie gerne hätten. Um es direkt zu sagen, es gibt nicht genügend Verfolgungsjagden in der Welt, das werden wir ändern. Fangen wir also an. Klingt schon mal sehr geil und schauen wir an, was sich hier ändert. Deko- und Accessoire-Änderungen, Schiffe, Geister und Sparrows. Wir werden eine Verwandlungsfeature zu Destiny 2 hinzufügen. Damit können Spieler ihre Rüstung in universelle Ornamente umwandeln. Wir wollen den Spielern dies durch Leistung im Spiel oder mit Silber ermöglichen. Diese Feature befindet sich noch in der frühen Entwicklung und soll irgendwann im Laufe von Jahr 4 erscheinen. Und das finde ich einfach genial. Wir haben ja bereits Ornamente, zum Beispiel mit der Eververse-Rüstung, aber da sind wir relativ eingeschränkt. Zum Beispiel beim, der Titan. Die Brust vom Schmelztiegel, wo er diese Federn, ist das ein Federnkranz um den Hals hat, die finde ich einfach mega nice, aber die gibt es nicht als Ornament. Und in Zukunft wird es möglich sein, diese Rüstung irgendwie in ein Ornament umzuwandeln. Und das ist einfach mega geil. Wie gesagt, natürlich geht das mit Silber ganz einfach oder wichtig ist auch Leistungen im Spiel. Also man kann sich das auch erspielen. Also darauf freue ich mich mega. Wir werden in jeder Season eine anspruchsvolle Jagd nach Rüstung liefern. Das haben wir in Destiny 2 noch nicht konsistent durchgezogen. Diese Rüstung wird aus Aktivitäten und nicht vom Season Pass oder Everversum kommen. Hier ein Beispiel. Wir haben die Everversum Rüstung aus Season 11 entfernt und sie als Gegenstand zu einer erstrebenswerten Aktivität hinzugefügt, weil das für das Spiel das Richtige ist. Auch mega gut, das heißt, wir bekommen endlich Anreiz, gewisse Aktivitäten wieder zu machen. Das heißt, wenn man eine Rüstung farmen will, irgendeinen besonderen Look ergrinden will, dann muss man zum Beispiel den Dungeon laufen, dann muss man bestimmte Raids oder bestimmte Raid-Challenges machen oder ja, für gewisse Ornamente. Und das hat mir tatsächlich in letzter Zeit in Destiny 2 einfach gefehlt. Habe ich auch letzte Woche oder was diese Woche im Video von Christopher erzählt. Richtig gut gewonnenes Video. Nebenbei, ich verlinke es euch oben nochmal. Und das ist genau das, was mir in letzter Zeit in Destiny gefehlt hat. Und jetzt, beziehungsweise ich denke mal im Herbst, bekommen wir das endlich. Weiter geht's. Wir verbessern die Belohnung für diese Ehrgeizaktivitäten, Raids, Prüfungen und Dungeon. In Zukunft werden diese Ehrgeizaktivitäten die Spieler mit Bauergegenständen und Deko belohnen. Wenn wir eine Ehrgeizaktivität bauen, wird sie mindestens ein Accessoire zum Nachjagen haben. Das Team arbeitet an Meisterwaffen für die Prüfung von Osiris. Die Prüfungen werden in Season 13 neue Rüstungen und zwar keine überarbeiteten Accessoires und Waffen erhalten. Die Prüfungen werden jedes Jahr neue Rüstungen erhalten. Destinys nächste Raid wird brandneue, erstrebenswerte Rüstungen, Waffen und exotische Accessoires haben. Keine Spoiler. Und hier geht's schon wieder weiter.
Endlich kommen Adeptwaffen in Prüfungen von Osiris zurück. Also wenn man zum Beispiel makellos schafft, dann bekommt man Waffen mit einem extra Look oder mit extra Perks. Richtig cool. Also das muss ich sagen, hat mir von Beginn an bei den Prüfungen von Osiris gefehlt. Denn das hatten wir damals in Destiny 1 so. Und auch in Raids, Dungeon und so weiter gibt es besondere Rüstung, besondere Waffen und ja, besondere Accessoires. Ich denke mal, die meinen Geister oder Schiffe. Aber richtig, richtig cool. Also wie gesagt, das fehlt mir in letzter Zeit schon viel. Beginnen mit Season 12 werden wir im Universum keine Schiffe, Geisterhüllen, Sparrows oder Rüstungsornamente mehr verkaufen, die sichtbar auf Ehrgeizaktivitäten basieren. Wir planen, existierende Gegenstände nicht mehr zu ändern, da dies Zeit in Anspruch nimmt, die wir zum Detaillieren der Zukunft verwenden können. Detaillieren, okay, ich denke mal nachbearbeiten oder beziehungsweise für Details arbeiten. Das heißt auf alle Fälle, sie nehmen einige Gegenstände aus dem Eververse raus, finde ich schon mal gut, denn Eververse wurde in letzter Zeit auch sehr oft kritisiert, dass Bungie da einfach zu viele coole Sachen reinpackt, die man sonst nicht bekommt, aber es wird weiterhin Eververse Gegenstände zum Kaufen geben, das bezweifle ich nicht, weil Eververse ist einfach eine große Einkommensquelle von Destiny und ja, finde ich jetzt nicht schlimm, aber auch nicht super, also bin da relativ neutral. Änderungen an Kernplaylisten, Belohnung, Strikes, Gambit und Schmelztiegel. Wir fügen den Kernplaylisten eine neue Rüstungsset hinzu, Strikes, Gambit und Schmelztiegel. Diese Rüstung kommt mit neuer Gestaltung, mit Deko und Schädern, die zur Aktivität passen. Wir werden jedes Jahr solche neue Sets erstellen, zum Beispiel Jahr 3, 4, 5, 6 und so weiter. Diese Sets wird mit der neuen Erweiterung kommen. Beginnend mit Season 12 fügen wir in jeder Season eine neue Auftragswaffe hinzu. Diese Waffe kann durch das Spielen eurer Lieblings-Kernplaylist verdient werden. Sie wird aktivitätsspezifische legendäre Skins haben, die ihr in jeder Playlist freigeschalten werden könnt. Wir werden im Universum keine legendären Waffenornamente mehr verkaufen. Und das ist auch mega geil, denn das haben in letzter Zeit, oder was heißt in letzter Zeit, eigentlich schon lang viele kritisiert. Wenn man zum Beispiel eine gewisse Waffe erfarmen will, war damals bei Recluse ziemlich groß, diese Kritik, eine PvP-Waffe, ja, Recluse ist eigentlich eine PvP-Waffe, die sehr viel im PvE gespielt wird, muss man im PvP erspielen und das ändert sich jetzt endlich. Man kann Waffen und Rüstungsset auch in anderen Aktivitäten erspielen. Das heißt, wir bekommen diese neue Auftragswaffe, heißen wir sie mal Recluse-Waffe, und man kann sie durch Gambit erspielen, man kann sie durch Schmelztiegel, man kann sie durch Strike erspielen, man kann sie erspielen, wie man sie will. Und das ist halt cool, wenn jemand nicht gerne PvP spielt und er muss ins PvP rein, um eine Waffe zu erspielen, zerstört das einfach die Lust am Game. Letzter Punkt, Staub und Engramme. Wir machen es einfacher für euch, Glanzstaub zu verdienen. Wir werden uns von charakteristisch-spezifischen Wegen mehr in Richtung kontospezifische Pfade bewegen, wie Glanzstaub verdient werden kann. Diese Änderung wird darauf ausgelegt, Spielern mit nur einem Charakter wesentlich mehr Glanzstaub zu geben, als sie heute verdienen. Wir aktualisieren das Glanzengramm, damit es relevanter wird, als es zurzeit ist. Das verdiente Glanzengramm in Season Pass wird ein Update erhalten, sodass es verschiedene Eververse-Gegenstände aus Jahr 3 enthält, die vorher für Silber und Glanzstaub verkauft wurden. Und zukünftig wird sich das Glanzengramm in jeder Season updaten, um Eververse-Gegenstände aus den 3 vorherigen Season zu enthalten. Klingt auch sehr gut, endlich mal mehr Glanzstaub, dann kann man auch Eververse-Sachen besser abgreifen, vor allem Leute, die weniger spielen bzw. nur einen Charakter haben, wie es Bungie schon genannt hat. Im Namen von uns allen hier bei Bungie hoffen wir, dass ihr und eure Liebsten sicher und gesund seid. Wir wissen, dass ihr alles Mögliche mit eurer freien Zeit anfangen könnt und so viel von euch verbringen sie in unseren Welten. Danke und passt auf euch auf. Bis bald, Luke Smith. Also sehr, sehr spannend und sehr, sehr, sehr gute Änderung aus meiner Sicht. Also ich freue mich mega drauf. Ich freue mich am meisten auf den Transmog-Effekt, dass man Ornamente bzw. Rüstungen in Ornamente umändern kann. Ich habe das gestern, glaube ich, um 12 Uhr abends oder nachts noch getwittert. Haben bestimmt einige von euch schon mitbekommen. Also mega cool, in welche Richtung es geht und ich hoffe, da kommen noch mehr solche Änderungen. Überfliegen wir dann noch den restlichen This Week at Bungie, diese Woche bei Bungie kurz. Sich der Ziellinie nähern, hier ist eigentlich nichts Großes dabei.
Hier wird eigentlich nur geplaudert, dass die Titans bei den Hüterspielen vorliegen. Ein Herz, ein Hütersherz-Update, Finalwoche, also letzte Woche, wo ihr spenden könnt. Mindestens $20 spenden für den Coronavirus, dann bekommt ihr dieses nette Emblem. Und Eisenbanner, das heißt, wir bekommen nächste Woche die letzte Eisenbanner-Woche anscheinend. Wundert mich ehrlich ein bisschen, ich dachte, Eisenbanner wird bestimmt zweimal noch kommen, aber gut, für alle, die Rüstung und so weiter noch haben, nächste Woche ransetzen, Eisenbanner spielen, beziehungsweise den Bogen. Es geht also am 12. Mai zum Reset los, 12. Mai, denke ich mal, ist ein Dienstag, wird bestimmt ein Dienstag sein. Und noch ein paar Bugs, darauf gehe ich jetzt nicht in Detail ein, und Videos der Woche, die könnt ihr euch auch anschauen, sollte von euch jemand daran interessiert sein. Ansonsten wie immer, Lulas Video ist sogar über 10 Minuten geworden, dachte ich nicht, ich habe zu lange gequatscht, aber wie gesagt, es waren einige sehr wichtige Infos dabei, die ich einfach raushauen wollte, die einfach sehr, sehr interessant sind. Und noch eine kleine Info nebenbei, Bungie hat auch mitgeteilt, dass auf der neuen Xbox Destiny 2 und auf der PlayStation 5 Destiny 2 spielbar sein wird. Das heißt, sie haben geplant, dort einzuziehen. Das heißt, aus meiner Sicht, Destiny 2 wird noch lange weitergehen. Das heißt, Destiny 3 ist noch in Ferne. Aber ansonsten, wie immer, danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, schreibt mir gerne in den Kommentaren, ob euch dieses Format gefällt, ob ihr das öfter sehen wollt oder eher nicht. Und wie gesagt, Daumen nach oben und Abo natürlich, würde mich sehr freuen. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal, euer Nexo.